So, Freunde, herzlich willkommen zurück beim neuen Part von Pokémon Feuerrote Edition Nuzlocke Challenge. Ich war mal kurz auf Rechnung gegen meine Pokémon schnell heilen, damit ich das jetzt hier nicht mehr machen muss. Ich pack mal Stony nach vorne, denn wir wollen, habe ich Bella. Okay, habe ich mehr als genug. Neues Pokémon fangen. Hoffentlich was, was wir auch gebrauchen. Ja. Gut, danke schön. Oh mein Gott. Töte es. Es hat den Tod verdient. Bring es um. Wie ich einfach jedes Mal ein fucking Taubsi sehe. Das ist. Oh mein Gott. So, war es Route abgehakt. Oh mein Gott. Auf zu Bill. Hey, Route 25, könnte ich auch nochmal was fangen. Hi, dich will ich noch nicht bekämpfen. Bitte kein Taubsi, 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 bitte kein Taubsi. Werde dich. Das Spiel wird mich doch verarschen. Ich werde das ganze Spiel mit 4 Pokémon durchspielen. Mano. So, also geh nach vorne, das ist nämlich ein Bergsteiger. Ich komme gerade vom Mombek und bin topfit. Du lügst. Wenn man vom Mombek kommt, ist man traumatisiert. Macholo. Da hätte ich sogar Ravuna noch lieber draußen gehabt, aber hey, man kann nicht alles haben. So, so haben wir die Aquaknarre raus. Okay, das macht nicht schlecht Schaden. Der Silberblick, der tut mir nicht weh. Was sind Verwurte? Tut mir nämlich echt nicht weh. Der zieht mir nur ein bisschen die Verteidigung runter. Und das also halt Erfahrungspunkte. Kleinstein. Das wird ein sehr gefundenes Opfer für unser super süßes Sasuzu. Dann Sasuzu haut gerne die Aquaknarre raus. Aquaknarre raus. Sasuzu haut gerne die Aquaknarre raus und verschlägt Kleinsteins. Wanderer Kaspar wurde besiegt. Damit sind wir glücklich, denn der Wanderer hat es krass gebissen. Können die eigentlich durch. Nein! Ich habe in Urania City mit meinem Papa auf der MS1 eine Party besucht. Ich dachte schon, du hast dort mit ihm trainiert. Wie alt bist du überhaupt? Darfst du schon? Was läuft falsch mit der Pokémon-Welt? Wir schicken 10-Jährige von zu Hause weg, feiern mit ihnen Partys auf einem Boot, wo es definitiv Alkohol zu fließen gibt. Was gibt's sonst noch? Also natürlich, 10-Jährige laufen mit teilweise 280 Poké-Dollar rum. Und, ja. Wie gesagt, in der Pokémon-Welt läuft ganz viel verkehrt, Leute. Seid froh, dass es in Deutschland und in der Schweiz nicht so abgeht. Schade für jeden mit 10 von der zu Hause weggemüsst. Und werdet auf so gefährliche Dinger gestoßen wie fucking Ratzfratz. Wärt ihr glücklich gewesen? Ich tippe auf Nein. So, weiter geht's mit Lutgea. Okay. Du haust also deine Ratzefratze raus. Das ist Sasu sowas von Scheißpieps egal. Denn Sasu Aqua knacht dich einfach mal tot. Rein die Mann Volltreffer auf meiner Seite. Sasu, du machst mich stolz. Wie gesagt, Sasu ist immer noch unser MVP hier. Habitak. Also, Kapita, da kommt wieder Stony zum Einsatz. Stonalina. Gucken wir mal, was Stony so alles auf sich nehmen wird, damit es dieses Habitat besiegen kann. Ich denke mal, ein Steinwurf wird da reichen. Da wird auch dein Schnabel. Volltreffer. Das ist natürlich normal, dass wir immer einen Volltreffer verdienen müssen. Und Habitat wurde besiegt. Stony hat auch was Punkte. Teenager Ludger, du bist richtig gut. Dankeschön. Wenn er mir hier noch. Ich würde es eigentlich gar nicht machen. Ich muss jetzt auch nicht jeden Trainer mitnehmen. Hallo, mein Freund ist cool. Yay, ich habe dich ja fast danach gefragt, wer dein Freund ist. Na, ist dein erster Freund Ruth? Ruth Moschner? Ist das Ruth Moschner? You never will know this. Ich will doch nur zu Bill. Will ihn doch nur verhauen, wegen dem ist Bibo tot.
Er ist der Grund, der Nase. Oh mein Gott, wie ich einfach jedes Mal einen Volltreff kassiere. So Nidoran hätte ich auch gerne. Nidoking ist geil. Hätte ich nichts gegen. Wäre auf jeden Fall mal besser, als ein fucking Hornyu oder Taubsi zu sehen. Wir haben jetzt insgesamt schon 3 Routen verloren, glaube ich. 3. Ich glaube 3 Routen weniger. Wir hätten 3 Pokémon mehr haben können. Aber Fortuna wollte nicht mit uns sein. Nein, nicht Fortuna Düsseldorf, sondern Fortuna das Schicksal. So, Aquaknarre auf Nidoran weiblich. Aber hey, was will man machen? Ruth wurde besiegt, ich war nicht in Form. Ja, aber Hauptsache dein Freund ist cool. Yo. So. Also muss ich wirklich noch mitnehmen. Ach du Kacke. Du bist... Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Ich glaube, du wirst zu Bill. Und Bill ist wenige Meter von hier entfernt. Also, ja. Minoru, oh, du hast 4 Pokémon, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Minoru. Du wirst es doch gar nicht. Du wirst gar nicht so viel. Ah, oh, meins habe ich mich verdrückt. Das ist einfach so. Diese Trainer sind einfach auch mal 0 herausfordern, weil wir einfach mal fast 10 Level drüber sind. Wie auch immer wir 10 Level drüber sein können. Vielleicht hätte ich die Arena erst nach dem machen sollen. Aber auch dann wären wir noch fucking 5 Level drüber gewesen. Wieder ein Kleinstein und wieder eine Aquaknarre, yay! Und ich glaube, das wird reichen, denn ihr wisst ja, Kleinstein ist wie... Ist wie das Vorteil Katzen. Sobald Kleinstein Wasser sieht, zieht er sich so zusammen und dann kannst du es, wie gesagt, in einem Schneeball verstecken und dann einfach BAM! Kleinstein ins Gesicht! Die ist ja nur 20 Kilo schwer. Aber hey, 10-jährige Kinder gehen auf Partys und werden von zu Hause weggeschickt. In einer Welt, in der... Ja. Wie gesagt. Kein Kommentar zur Pokémon-Welt. In der Welt läuft nämlich sehr viel verkehrt. So, Macholo, du wirst kein Problem sein für mein... Una. Das war sehr effektiv und du beißt ins Gras und Revuna hält Erfahrungspunkte. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Wie Pepe Guardiola jetzt sagen würde, das ist ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen. Revuna hat sehr gut gepresst und wir haben es sehr taktisch gut gespielt. Ich bin richtig gut, ich habe eine Freundin. Mir geht gerade, ja, du bist der Freund von der Tose da hinten, die ich gerade besiegt habe. Heinz. Cooler Name. Richtig cooler Name. Oh mein Gott, solche Kampfrouten nehmen mir den Spielspaß weg. Das ist ja wirklich. Oh. Das ist ja wirklich fast. Das ist ja echt langweilig hier gerade. Bin ich ehrlich. Ich weiß, für Zuschauer, für euch Zuschauer vielleicht auch. Ich habe noch keine Zuschauerfrage gestellt. Rettern. Zuschauerfrage. Ist gar nicht so leicht. Ich muss mir jeden Fall eine Zuschauerfrage überlegen. Die soll einfach nicht so eintönig sein wie, ey, welches ist euer Lieblings-Pokémon? Wobei, das geht noch. Mach mir eine Top 5 eurer Lieblings-Pokémons in die Kommentare bitte. Und warum ist zum Beispiel das euer erstes Lieblings-Pokémon? Warum ist das auf Platz 2? Warum ist es auf Platz 3? Warum ist es auf Platz 4? Warum ist es auf Platz 5? Und das würde mich interessieren. Echt jetzt. Oh nein, du auch noch. Und da ist noch jemand. Da hört ja nicht jemand auf. Ja. Ich kann euch. Soll ich euch meine Top 5 Pokémon zeigen? Wisst ihr was? Da könnt ihr jetzt drüber auch in die Kommentare abstimmen. Wenn ihr wollt, mache ich ein Ranking. So wie mein 500 Abo Special. So eine Art, in dem ich ein Video schneide. Und euch meine Lieblings 5 Pokémon aufzähle. Und warum das meine Lieblings 5 Pokémon sind. Entweder kann ich das in Videoform machen oder ich kann es einfach so während dem Pokémon-Projekt raushauen. Das müsst ihr wissen. Wie ihr wollt, ich bin da offen. Allerdings müsst ihr da nicht erwarten, dass das Video innerhalb von einer Woche kommt. Denn bei solchen Videos lasse ich mir gerne mal ein bisschen Zeit. Ihr wisst ja. Aquaknarre. So. Aber wie gesagt, euer Lieblings für Pokémon, das würde mich schon interessieren. Warum und weshalb? Verbinden die vielleicht schöne Erinnerungen mit dem Pokémon?
Hat ihr vielleicht eure erste Freundin auf dem Rücken eines Onyx? Oh, diese Leute, die immer drüber rumreden um Sachen, die mich einfach nur interessieren, Göre. Elisa. Elisa setzt mich ab. Fick dich, Elisa. Da muss ich zum ersten Mal wirklich rausreißen. So, Sasu, tut mir leid. Da kannst du nichts machen. Da muss Ravina ran. Ravuna. Ravina hätte besser geklingt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Gottchen, Gottchen, Gottchen. Ravuna wurde besiegt. Ravuna wird niemals besiegt sein. Okay, vielleicht doch. Gibt's. Ich bin gerade am Nachdenken. Achin, es gibt. Gut, das wird. Eigentlich könnten wir das Spiel sogar mit diesen drei Pokémon durchspielen. Theoretisch gesehen. Aber hey, wir wollen ja ein bisschen mehr Pokémon haben, nicht wahr? Ich hoffe, dass wir mehr Pokémon kriegen. Ich hoffe nicht, dass wir im Rest vom Spiel nur noch Kleinsteins, Taubsies, Hornlius und so weiter sehen. Dabei, das ist das Problem, wir haben nur Taubsies und Hornlius bis hierhin gesehen. Außer ein Kleinstein und ein Kabuto, das wir uns gekauft haben für 500 Poké-Dollar. Was übrigens ein ganz gutes Geschäft war, denn Carvador, ihr wisst, Carvador wird zu einem großen, gefährlichen Garados. Gott, ich bin bei Bill angekommen. Endlich, endlich. Hi, Bill. Bill? Hallo, 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 hallo. Er ist nicht da. Auf PC-Pornos gucken. Aber wir sind Pipi. Hi, Pipi. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémon-Niak. Das mit den Pornos auf dem PC war übrigens nur Spaß. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémons kombiniert. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja, natürlich. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Okay. Jetzt ist er weg. Auf dem PC Pornos gucken. Hat den Zell-Separator in Gang gesetzt. Nein, nein, nein! Nicht Zell Präparator, sondern Zell-Penetrator. Ah, oh, Mann! Ah, oh, Mann! Klasse, danke, komm. Du hast mir beweist, bist du hier, um dir meine Pokémon zu anzünden? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nun danken? Nimm einfach das hier. Yay. In Oranien sind ankert die große Kreuzfahrtschiff, die MSN. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust, hinzugehen? Okay. Okay. Ich konnte mir wieder nichts angucken. Ich werde aus der Jungfrau sterben. Hi. Das Cup ist mit bei Pechen. Die Arena Mist, die hat hohe Erwartungen an diesen Ort. Hallo, bist du alleine hier? Wenn du vom Cup von uns bist, solltest du jemanden dabei haben. Halt die Schnauze! Bin ich halt Single? Ja und? Ich bin glücklich! Treib's mir nicht unter die Nase! Fick dich! Ich bin gemobbt, nur weil ich keine Freundin habe. Ah, oh, und jetzt bist du endlich auch hier weg. Gut, 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 gut. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich beende den heutigen Part wieder. Ich hab keine Ahnung, wie lang die Parts sind. Ich denke immer so. Vielleicht ein bisschen weniger als 15 Minuten, aber ich hoffe nicht, dass sie zu übertrieben kurz sind. Die Zuschauerfrage wurde gestellt. Da wurden noch andere Fragen gestellt, die ihr im Part beantworten könnt, wenn ihr euch den Part ganz gut anschaut. Danke fürs Zuschauen, wie immer. Ein Däumchen wäre natürlich super Support. Und falls ihr neu seid, könnt ihr mich abonnieren. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden und könnt auch ein Pokémon werden. Indem ihr mich abonniert und immer wieder schön die Zuschauerfrage beantwortet. Ihr könnt natürlich auch ohne die Zuschauerfrage in Pokémon werden, aber dann werdet ihr halt ein nicht so gutes und vielleicht auch nicht ins Team genommen. Und je aktiver ihr seid, desto besser werdet ihr behandelt. Ganz einfach. Große Rede, kurzer Sinn. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüsschen.